Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier im YouTube-Kanal. Es geht weiter mit diesem Unboxing-Video, Leute. Und zwar haben wir heute das Ryzen 1700X vor uns, was ich kurz mit euch zusammen jetzt auspacken möchte und gucken will, was sich dort drin befindet. Ich habe das schon an einem Tech-News-Video auf jeden Fall bei mir geklärt, dass ich das unboxen will. Und ich entschuldige mich auf jeden Fall auch für meine Stimme, wenn es jetzt ein bisschen komisch rüberkommt. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Und ja, konnte es noch nicht überwinden, nehme Antibiotikum und so weiter und so fort. Aber es geht jetzt auf jeden Fall um diese CPU. Also dieses CPU ist halt noch ein Signal dafür, dass sich meine Gamer-PC-Komponenten langsam sich so zusammenfinden. Also in den nächsten Tagen werde ich das dann alles komplett haben und der Rechner wird zusammengebaut. Und ich hoffe, dass es mir in den nächsten Tagen auf jeden Fall besser geht. Und ja, Leute, das 1700X packen wir doch jetzt einfach mal aus. Dafür müssen wir einfach diesen Siegel hier quasi entfernen. Einfach durchschneiden und weg ist es. Dann können wir das Ganze auch hier öffnen. So, nach dem Öffnen, wie ihr auch hier unschwer erkennen könnt, ist hier kein Boxit-Kühler dabei. Ist ja auch so bei den 1700RX bzw. bei den 1800X. Also hier haben wir keine Boxkühler, nur bei den 1700er. In der Ryzen 7 Version natürlich findet man noch einen Boxkühler. Dafür muss man einfach hier hat man schon alles, was sich hier drin befindet. Also das Ding ist eigentlich das, was hier von dieser großen Box quasi rauskommt. Ansonsten noch ein bisschen Karton hier kann man auch noch rausnehmen. Sonst ist, wie ihr seht, nichts drin. So, wenn wir das jetzt vor uns haben, können wir auch noch mal hier auspacken. Ist halt auch noch so eine kleine Verpackung. Einfach hier öffnen und da erscheint uns halt so eine gewisse Bedienungsanleitung und halt die CPU an sich. So Leute, ich bin wirklich sehr zufrieden, das hier auszupacken. Ich bin auf jeden Fall Fan von Ryzen mittlerweile geworden, weil Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall ganz doll. Und wie gesagt, ich entschuldige mich auf jeden Fall für meine Stimme. Ich wollte das einfach mal drehen. Und ja. Was haben wir hier in der Bedienungsanleitung? Nicht viel. Und hier die CPU an sich mit so einem Sticker. Mehr ist hier eigentlich auch nicht zu zeigen, Leute. Es macht jetzt auch wirklich wenig Sinn, die CPU jetzt hier irgendwie rauszunehmen. Weil, ja, was soll man hier denn sehen? Hier seht ihr die ganzen Kontakte von der CPU. Hier nochmal so ein cooler Ryzen-Sticker quasi. Finde ich persönlich sehr gut. Ja, mehr ist hier auch nicht drin, Leute, in dieser Box. Also die beiden Komponenten hier. Und das war es dann auch eigentlich mit diesem Ryzen Unboxing Video. Ich möchte natürlich erstmal nochmal klären, ganz kurz mit euch, wieso ich die 1700X Version hier quasi gewählt habe und nicht die 1700, weil man dies ja auch quasi übertakten kann. Und die Antwort habe ich schon im Tech News Video eigentlich bekannt gegeben, aber hier nochmal an der Stelle. Das waren halt, damals habe ich das halt zu einem Angebotspreis bekommen. Die Differenz zwischen den Preisen war einfach sehr gering, sodass ich mich einfach für diesen Modell dann entschieden habe. Und der hat der Basistakt 3,4 GHz, wie auch hier zu lesen, und 3,8 GHz beim Boost. Und ja, deshalb habe ich mich halt für diese CPU auch entschieden. Normalerweise würde ich wahrscheinlich die 1700 dann auch nehmen. So. Mehr hier gibt es hier eigentlich nicht zu zeigen. Es ist ein 8-Kern, 16-Threads-CPU, also wie ihr auch schon alle wisst. Und ich finde die Box persönlich wirklich auch sehr interessant. Und ja, Leute, das war es dann auch eigentlich mit diesem Unboxing-Video. Wie gesagt, die nächsten Videos werden auf jeden Fall folgen. Ich hoffe, mir geht es dann auf jeden Fall besser. Und ja, wartet einfach ein paar Tage noch bitte ab und dann kommen halt die nächsten Videos zu diesem Gamer-PC-Videoschnitt-PC-Projekt. Und bis zur nächsten Aufnahme hier und der Kanal. Auf Wiedersehen.